Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Plan, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema Partnerschaft. Doppelpunkt. Vorbeugen ist besser als bohren. Ja, nachdem ich ja einen Vierteiler gemacht habe mit der Familienrechtsanwältin, mit der Paragrafen Silvia, mit der Silvia Schotruch, mit dem Titel Richtig gut trennen, da ging es um das Thema, was ist, wenn ich merke, ich lebe in einer Partnerschaft, gefällt mir und ich möchte mich von meinem Partner, Partnerin trennen, hat alles keinen Sinn mehr, dann geht der Weg zum Rechtsanwalt, das haben wir sehr, sehr reflektiert. Aber viele Leute sagen dann, ey Holger, das ist ein unangenehmes Thema, muss das denn alles sein? Wer hat schon Bock und Spaß daran, sich zu trennen? Ist ja kein positives Thema. So ist es, habt ihr recht, aber statistisch gesehen, jede zweite Ehe geht kaputt. Auch wenn ihr nicht verheiratet seid, auch jede zweite Partnerschaft geht kaputt. Man geht also eine bestimmte Zeit einen Lebensweg, einen gemeinsamen und irgendwann merkt man, hey, die Wege trennen sich. Und das hat nicht nur mit emotionalen Schmerzen und Problemen, Herausforderungen zu tun, sondern es kommen auch sehr, sehr oft finanzielle Herausforderungen dazu. Wie ihr wisst, bin ich durch meine Ausbildung ein absoluter Fan dafür, frühzeitig vorzubeugen, Prophylaxe zu betreiben, einfach zu schauen, hey, wer bist du, mit wem lebst du zusammen? Lebst du in einer normalen Partnerschaft, hast du ein eheähnliches Verhältnis, eine Patchwork-Familie vorhanden und und. Ich schaue mir also genaue Familiensituationen und Partnerschaftssituationen an, auch Firmensituationen. Wichtig ist also, bleib unbedingt dran, egal ob du jetzt verheiratet bist, Junggeselle bist oder sonst was oder ob du einfach nur im geschäftlichen Bereich einen Geschäftspartner, Geschäftspartnerin hast. Auch das ist eine Partnerschaft, um die es hier geht. Oder aber, wenn du keins von beiden hast, was eigentlich unwahrscheinlich ist, vielleicht kennst du Menschen, die in solchen Partnerschaften leben und du kannst dadurch besser reflektieren, hey, was haben die eigentlich für Herausforderungen, wissen die das eigentlich? Und du hast vielleicht mal ein anderes Gesprächsthema beim nächsten Zusammentreffen bei einem Glas Wein. Oder du kannst konkret Freunden, Bekannten einen Gefallen damit tun, indem du sagst, hey, ich habe da was gehört, möglicherweise ist das für dich oder für euch interessant. Also bleib unbedingt dran, hör dir das Ganze an. Ja, also wie schon gesagt, ich bin ein Fan davon, vorzubeugen. Ich schaue mir also immer an, was ist denn das Ziel? Wie würdest du es wünschen, wenn folgende Situation eintreten sollte? Eine Situation, die sich keiner wünscht, aber die im Leben, wie schon gesagt, unglaublich oft vorkommt nach dem Motto, hey, wir gehen jetzt getrennte Wege. Ich probiere es einfach mal ohne dich im Privatbereich und oder auch im geschäftlichen Bereich. Also, was ist, wenn wir uns mal auseinander dividieren, wie ist das Ganze geregelt? Eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Hast du das nicht geregelt, dann landest du bei Silvia Schotruch oder anderen Rechtsanwälten. Ob die das gut machen, wie viel das kostet, das will ich hier nicht diskutieren, das ist jetzt nicht Thema. Da kannst du, wie gesagt, dir die Podcasts anhören, die ich mit der Silvia abgespult habe. Wichtig ist doch hier zuerst einmal, wie wollt ihr beide auseinandergehen? Die Situation ist ja folgende. In der Partnerschaft, wenn man ein typisches klassisches Bild Mann-Frau nimmt, egal ob verheiratet oder nicht, wenn Kinder kommen, einer bleibt zu Hause. Es ist nicht immer die Frau. Mittlerweile kenne ich auch einige Männer, die dann im Prinzip einen auf Familienvater machen und dann die Familie zu Hause begleiten. Das heißt, die sich dann freistellen lassen oder gar nicht arbeiten, nur weniger arbeiten, wo die Frau da Karriere macht. Oder immer noch vermehrt der Fall, dass der Mann Karriere macht und obwohl die Frau gut ausgebildet ist, verzichtet sie natürlich auf zwei Sachen. Erstens, selbst Karriere zu machen und zum Zweiten, weil sie nicht arbeiten geht, eine eigene Altersversorgung aufzubauen. Und alleine diese beiden Situationen zeigt schon, wie wichtig es ist für die Person, die sich dann um die Familie kümmert, die auf eigene Belange hinten anstellt, also Karriere, eigene Altersversorgung aufzubauen, eigenes Geld zu machen, dass die auch versorgt ist, diese Person, wenn man sich mal auseinander dividiert. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Win-Win-Situationen, ist aber auch wichtig für den Partner, der im Prinzip jetzt der Besser oder Partnerin, die den Besserverdienenden sind in der Situation. Wenn du heute schon weißt, wie Geld aufgeteilt wird, ersparst du dir sehr, sehr viel Kosten, was Rechtsanwälte angeht. Der Rosenkrieg wird erspart. Also ich sehe da eigentlich nur Vorteile, sich heute schon zusammenzusetzen, weil du kannst heute bei einem Glas Wein, wie ich so schön immer sage, in aller Ruhe fair miteinander umgehend sagen, Liebling, Schatz, pass mal auf, lass uns das mal besprechen. Was wäre denn? Wie können wir das im Prinzip managen? Es gibt auch noch den Fall natürlich, dass man sich nicht trennt wegen, wir probieren es mal ohne dich, sondern es kann ja auch passieren, dass durch einen Todesfall, durch eine
Krankheit, ist es einer dement, berufsunfähig geworden oder sonst in Richtung, auch eine lebensverändernde Situation kommt und dadurch auch eine Trennung passiert. Auch da ist das Thema Finanzen sehr, sehr, sehr wichtig zu regeln. Und das musste heute geregelt werden, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, weil es ist auch heute günstiger, kostengünstiger zu regeln und wie gesagt, ohne den begrenzten Bereich der Emotionen. Ja, was ist da zu beachten? Vielleicht mal ein bisschen Strukturierung, wenn ihr euch Berater sucht, worauf sollt ihr achten? Ein Berater ist immer da, ganz wichtig. Er sollte die Familiensituation erfragen, die finanzielle Situation erfragen, vor allem wem gehört was. Da möchte ich auch gleich mit einer Unkenntnis und einem Vorurteil aufräumen, nach dem Motto, hey, wir sind verheiratet, dann nenne ich, uns gehört doch beiden das Haus. Nein, das Haus gehört demjenigen, der im Grundbuch steht. Wenn er im Grundbuch steht, gehört es ihm. Wenn beide im Grundbuch stehen, gehört es beiden. Wenn sie im Grundbuch steht, dann gehört es ihr. Das heißt also, bei einer Trennung haben wir Vermögen, das dann aufgeteilt wird, immer wem gehört was. Angenommen, da ist ein Konto, wo 100.000 Euro drauf ist, ist die Frage, ist das ein Gemeinschaftskonto, ist das gemeinsam verdientes Geld oder habe ich das mit in die Ehe gebracht, wo wegen meiner Ehe verdient, das ist auf meinen Namen das Geld, dann gehört das Geld auch mir und nicht dem Partner. Das heißt, das geht in den sogenannten Zugewinn ein. Ich komme jetzt auf zwei juristische Begriffe mal zu sprechen, wo wie viele Leute nicht kennen oder durcheinander werfen. Viele Leute sagen, ach ja, da muss ich einen Ehevertrag machen. Ich muss im Prinzip eine Gütertrennung machen. Sag ich, warum eine Gütertrennung? Ja, ich muss ja im Prinzip, wenn wir auseinandergehen, gucken, dass im Prinzip das Vermögen, was ich vielleicht auch von meinen Eltern bekomme, das muss geschützt werden, das kann nicht in die Ehe reingehen und so weiter, wenn man in die Trennung, hoppla, das kann nicht in die Trennung reingehen, wenn wir uns mal trennen sollten, auf die andere Seite rübergehen, das möchten meine Eltern nicht und so weiter und so fort. Ja, der Gedanke ist richtig, wenn das Ziel vorhanden ist, das Vermögen, das woanders zugeflossen ist, geschützt werden soll, dass das bei Trennung praktisch nicht an den Ex oder die Ex rübergeht. Da muss man Vorsorge treffen, aber dafür braucht man keine Gütertrennung. Denn Gütertrennung hat wieder steuerliche Nachteile. Freibeträge sind anders, Erbquoten sind anders etc. Das heißt, man schließt eine Türe durch Gütertrennung, öffnet aber eine andere negative Türe. Das ist das Finanzamt als stiller Teilhaber. Naja, so schnell ist das Finanz gar nicht. Ist eigentlich ein lauter Teilhaber. Das Finanzamt will, wenn das nicht gut strukturiert worden ist, sehr, sehr, sehr viel Geld haben im Bereich von Erben und Schenken. Also auch da ist wichtig, es gibt andere Lösungen, beispielsweise über das Thema der Zugewinngemeinschaft, dass man bestimmte Vermögen ausschließen kann oder definieren kann, wie das bei einer Trennung zu managen ist. Hier ist besonders zu erwähnen, wenn Firmenvermögen da ist, sogenanntes Betriebsvermögen, das sollte immer geschützt werden, das darf nicht einer Trennung zum Opfer fallen, denn ein Betrieb, das ist eine richtige Substanzgeschichte, die dann Gewinne abwirft, von denen man lebt, das ist die Kuh, die die Milch gibt in meiner Bildersprache. Die Kuh ist das Unternehmen, die Milch, das sind die Gewinne, die Erträge, die rauslaufen, sollte nicht geschlachtet werden, denn wenn die Kuh tot ist, gibt es keine Milch mehr. Was heißt das? Es sollte immer geguckt werden, dass eine Firma, die Geld verdient, am Leben erhalten wird und dass die Erträge so hoch sind, dass man auch im Scheidungsfall, im Trennungsfall beide Parteien gut praktisch berücksichtigen kann. Das war jetzt zum Thema Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung. Kommen wir kurz auf den Firmenbereich zu sprechen. Auch wenn eine Partnerschaft in einer Firma sich auseinanderdividiert, ist es wichtig, vorbeugenderweise gute Verträge zu machen, die Spielregeln festzulegen, was ist, wenn wir beide uns trennen oder der Geschäftspartner ist gar verstorben oder ist gar krank und kann nicht mehr arbeiten. Das sehe ich immer wieder in Gesellschaftsverträgen, dass das in keinster Weise aufgeführt worden ist. Juristen machen immer schöne Verträge, die dem HGB, dem BGB entsprechen, aber die praktischen Dinge des Lebens, was passieren kann, sind sehr, sehr oft in Verträgen nicht erwähnt. Ich bin immer wieder erstaunt, was da im Prinzip an Schwachsinn drinsteht oder gar nicht drinsteht, was drinstehen müsste. Also auch hier ist es wichtig, sich immer mal auch die Firmensituation anzuschauen, denn da können Partnerschaften auch auseinandergehen, weil man sagt, hey, macht keinen Sinn, die Firma ist für beide nicht so interessant, dass für beide gleich viel Geld abwirft oder der eine hat keinen Bock mehr in der Firma zu arbeiten, sagt, ach, ich habe jetzt genug Geld verdient, ich möchte was anderes machen, wie trennen wir uns und so weiter. Oder es kommen gar Krankheit oder Todesfall dazu oder deine Firmenpartner hat ein Eheproblem.
Jetzt kannst du natürlich sagen, hey, what the fuck habe ich damit zu tun? Naja, klar hast du damit zu tun. Erstens emotionale trägt der Firmenpartner auch in die Firma rein. Das ist schon schlimm genug. Aber wenn er gegenüber seinem Partner, Partnerin im Privatbereich, seiner Familie, keine anstehenden Verträge gemacht hat, können diese Probleme mit in die Firma reingetragen werden. Auf einmal bist du mit Teil des Problems. Ob du es willst oder nicht. Und da denken die wenigsten Leute drüber nach. Erstaunlicherweise weisen auch viele Steuerberater und Juristen, mit denen ich dich kennengelernt habe, nicht auf solche Sachen hin. Kann ich nicht verstehen, aber ist leider so. Also auch hier gib bitte Obacht, dass auch solche Fälle, Trennungsfälle in Anführungsstrichen in deinem Firmenbereich optimal ausformuliert sind. So, jetzt nochmal, wenn sich Partner trennen. Ja, nehmen wir mal wieder das typische Beispiel. Frau gibt die Karriere auf, zieht die Kinder groß und so weiter, hat keine eigene Alterssorge aufgebaut. Mann baut Riesenvermögen auf, trennen sich. Dann ist immer das Thema Unterhalt für die Kinder. Ja, da gibt es Tabellen für. Düsseldorfer Tabelle orientiert man sich sehr oft dran, was der Ehemann in dem Beispiel aufgrund seiner wirtschaftlichen, finanziellen Tragfähigkeit zahlen muss. Und die Frage ist, was muss dann seine Frau bezahlen? Und oft kommt dann ein Ups, wenn man dann von einem Rechtsanwalt aufgeklärt wird, dass der Unterhalt für die Ehefrau doch recht spartanisch ist und überhaupt nicht da ist. Denn diese alte Geschichte, diese Chefarztversorgung, das war immer ein Thema in der Praxis. Na, Mutter, ich war mit einem Chefarzt verheiratet, wenn wir uns trennen, habe ich ausgesorgt, weil der muss aufgrund seines Einkommens noch mich lebenslang im Prinzip Unterhalt bezahlen. Nee, das ist vorbei, weil mittlerweile die Richter sagen, nee, es kann einer Ehefrau durchaus zugemutet werden, nach einer bestimmten Zeit, wo die Kinder aus dem Haus sind, wieder arbeiten zu gehen. Nur, hoppla, wenn die Frau in dem Beispiel in der Zeit ihre Karriere nicht weiter fortgeführt hat, ihren Arbeitsplatz aufgegeben hat und 15, 20 Jahre später, wenn die Kinder aus dem Haus sind, soll die dann wieder arbeiten gehen? Welche Jobs werden auf sie warten? Vermutlich nicht die bestbezahltesten Jobs. Das heißt, da kann im Prinzip aus einer Chefarztfrau, die einen Saus und Braus, ich spitze das jetzt vielleicht mal ein bisschen, aber so kann es passieren, eine Chefarztehefrau, die einen Saus und Braus gelebt hat, auf einmal ja, ein armes Würmchen werden, die kurz vorm sozialen Absturz ist und von Hartz IV leben muss. Leute, das gibt es. Wie kann man das verhindern? Früh genug Verträge machen. Vorbeugen ist besser als bohren. Also wie beugt man vor? Durch erstmal eine intensive Beratung. Da geht es um wirtschaftliche Denkensweisen, Finanzen. Das sollte man mit einem Experten machen, der vom Thema Finanzen Ahnung hat. Und dann erst geht man zu einem Notar oder Rechtsanwalt, der das Ganze in eine juristische Form gießt, einen Ehevertrag macht und so weiter und so fort. Dann kann man im Prinzip heute schon die Spielregeln festlegen, wenn mal was passieren sollte, hat man heute schon eine Regelung getroffen, wie man dann auseinandergeht. Auf der anderen Seite halte ich es für sehr wichtig, was ich bei meinen Mandanten wirklich als Tagesgeschäft mache, immer zu schauen, dass Vermögen auch zu Zeiten der Ehe, der Partnerschaft fair verteilt wird, schon rübergegeben wird. Das macht man alleine schon, um Freibeträge bei Erben und Schenken nachher auszunutzen, damit das Vermögen gleich verteilt ist. Das kann man auch rechnen auf eine Vereinbarung, wenn wir uns trennen, da ist vorher schon Geld geflossen in Vereinbarungen. Das heißt, man kann das alles mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man ganzheitlich an diese Sache drangeht. Ganzheitlich heißt nicht nur einfach zum Juristen, hey, ich brauche einen Ehevertrag. Was macht er? Der zieht es auf der Schublade. Schublade als Bild dafür, ein Computer, steht ein Vertrag drin. Da wird viel zu wenig gefragt, wer bist du, was machst du, wie viel Geld ist da, wie ist die Versorgung aufgebaut etc. Das erfordert eine unglaubliche Vorarbeit, eine intensive Vorarbeit. Wenn die gemacht worden ist und du weißt, wie du finanziell aufgestellt bist, wer was hat und wie ihr euer Vermögen verteilen wollt, dann erst geht man hin und lässt von einem Juristen diese Vereinbarung, die ihr beide praktisch ausgetüftelt habt, in guten Zeiten zu fairen Konditionen, die für beide fair sind, eine Win-Win-Situation darstellt, das erst gießt dann ein Jurist in einen Ehevertrag rein. Also ganz wichtig, erst die Vorarbeit, dann erst zum Notar, der das dann in eine juristische Formulierung gießt. So, das waren so ein paar Ideen zu dem Thema Partnerschaft. Vorbeugen ist besser als bohren. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast teilst. Wie gesagt, möglicherweise kennst du Leute, die das auch interessieren würde, dieses Thema. Und ich würde mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify geben würdest oder vielleicht auch
zwei, drei nette Sätze schreiben könntest, was dir an diesem Podcast gut gefällt, damit dieser Podcast auch von vielen, vielen anderen gefunden und gehört werden kann. In diesem Sinne, alles Gute und denk immer dran, Folge vor, denn Hören tut weh.